Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Aber ja, immer doch. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Alles klar. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von Assassin's Creed 4, beziehungsweise Black Flag. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kann ich denn jetzt hier per Schnellreise immerhin? Ja, kann ich. Wo geht's denn weiter? Ich hab doch da eben irgendwo einen Punkt mit der... Ach du Scheiße. Na gut, da können wir per Schnellreise hin. Hoffe ich. Ja, da. Alles gut, Leute. Beruhigt euch. Alles wird gut. Nichts ist passiert. Also das ist das neue Libertalia. Hm? Stinkt wie jedes andere Kaff, das ich letztes Jahr plünderte. Oi, was soll das Gesicht? Hast du dich verliebt? In deine Bluse. Seid willkommen in Nassau, Männer. So wie jeder, der seinen Teil beiträgt. Seinen Teil? Was ist das, ein beschissenes Kloster? Man hat uns weiß gemacht, in Nassau könnte jedermann tun, wie ihm beliebt. Solange er anderen nicht davon abhält, ei. Captain Thatch, wie er lebt und lebt. Was ist das für ein prächtiger Pelz, der dir aus dem Gesicht sprießt? Wer braucht eine Flagge, wenn es ein schwarzer Alter, hat er viele Waffen. Was führt die Herren so weit nach Norden? Man erzählt sich, der kubanische Gouverneur erwartet einen Riesenhaufen Gold aus seinem nahen Vor. Bis dahin liegt es da herum und wartet nur auf uns. Gouverneur Torres persönlich, ha? Klingt vielversprechend. Okay, jetzt müssen wir einen Vorangreifen. Letzte Folge noch mich gefragt. Mr. Rackham. Also, wo kann man hier ein bisschen Spaß haben? Ihr wisst schon. Ich habe mich letzte Folge noch gefragt, wann das mit den... Oder vorletzte Folge oder so. Oh, Entschuldigung, Schluck auf. Jetzt habe ich echt Schluck auf. Wie doof ist das denn? Und das war's jetzt? Die Welt ist auch schon wieder riesig. Oh, jetzt müssen wir da hin. War nicht da schon freigeschaltet? Vielleicht muss ich wirklich mal Stream machen, wo ich alle Inseln abfahre und Punkte und so abklappere. Einfach, um das freizuschalten. Ja, wie ist die Musik hier gut? So, wir müssen an Bord vom Schiff. Nehmen wir mal den alternativen Weg. Frage ist, muss ich das Steuer übernehmen? Captain steuert selbst. Ja, muss ich in See stechen. Ja. Gegner werden misstrauisch, wenn sie eine Leiche sehen. Ja, werde ich auch. Wenn da irgendwo einfach mal eine Leiche im Weg liegt, werde ich auch leicht misstrauisch. Feuer! Ich drücke mal den falschen Knopf, wenn ich starten will. Wenn ich losfahren will. Gib den Befehl, Sir! Ich glaube, wir müssen aber... Wo müssen wir denn? Ach doch, wir können hier nach links. Die Forts, ja genau, das habe ich in einer der letzten Folgen. Eine von den beiden habe ich das gesagt, dass wir ja immer die Forts, ich glaube in der vorletzten, dass wir immer die Forts angreifen müssen. Sorry, du bist so weit weg, dich rette ich jetzt nicht. Du musst leider sterben. Hey, 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 hey
Feinde patrouillieren in diesen Gewässern, Captain. Aber die erwischen mich nicht. Wir sind zu schnell. Greife jetzt nicht den Konvoi an. Mission starten. Greife jetzt nicht den Konvoi an. Und? Was wirst du mit deinem Teil des Goldes tun, das wir Gouverneur Torres nehmen? Zurück nach Afrika? Ein Prinz unter Gemeinen? Ich kann nicht an einen Ort zurück, an dem ich nie war. Ich wuchs in Trinidad auf. Ein Sklave vom ersten Atemzug. Ah. Doch würdest du dich, keine Ahnung, nicht heimischer fühlen? So wie du heimischer bist in Paris? Guter Punkt. Mit dieser Haut und Stimme, wo in der Welt kann ich mich damit heimisch fühlen? Dieses Land hier ist meine Heimat. Dieses Land namens Jackdaw. Wo ich die Namen aller Bewohner kenne und sie den meinen. Wo wir zusammen arbeiten. Nicht immer aus Liebe, aber um das Land über Wasser zu halten. Ich glaube, ich verstehe dich. Dann nehmen wir es uns. Ihn muss ich, wie gesagt, ich muss die auch Bewohner mal den, der Jackdaw. Ich muss auch das Spiel mit ihm mal spielen. Da gab es so ein Standalone-DLC. Gib mir etwas Wart! Setz jeden Zoll Segel! Da ist aber noch ein Schiff, gell? Ach Mann, jetzt mischen die sich hier noch ein. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Die darf uns auf keinen Fall haben, dann kümmern wir uns jetzt. Wir müssen diese Türme treffen! Ich würde mal sagen, wir trümmern uns erstmal um die. Feuer! Feuer! Bereit zum Schießen! Feuer! Ah! Easy! Easy! Geht gleich unter! Wie erobern wir das jetzt? Wir sind sicher, Captain. Feuer! Das regiert sich uns! Das Feuer bezahlt! Es ist meine Luft! Hauen die ab? Heiklinger. Nein. Bereit zum Feuern, Captain. Feuer! Und auf den Grund. Ein Wrack mehr. Genau. Segel setzen. Ich muss einmal gleich gucken, wie wir die... Segel raus. Mars und Tarnfeilberg. Wie wir die... Burg erobern. Ich glaube, achso, da müssen wir hin. Alles klar. Dann hat sich das ja schon geklärt. Also das Fort. Okay. War noch zu weit weg. Der weg? Was für ein Feigling. Hm.
den Kriegsraum erreichen, okay. Also ein bisschen... Hallo? Nun hallo, Eure Exzellenz. It's me. Ich hörte schon, ihr wärt vielleicht hier. Ich kenne dein Gesicht, Pirat. Doch dein Name war beim letzten Mal nur geliehen. Ah, ich erinnere mich. Mr. Duncan Walpole. Ich vermisse ihn. Also, was macht ein Templer-Großmeister so weit entfernt von seinem Castillo? Das verrate ich ungern. Und ich schneide dir ungern die Lippen ab und stopf sie dir ins Maul. Vor 2 Jahren setzten wir eine Belohnung auf den Kopf des Weisen aus. Und nun hat ihn wohl jemand gefunden. Dieses Gold ist das Lösegeld. Wer fand ihn? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prince. Er lebt in Kingston. Von dem haben wir ja schon gehört. Diese Geschichte ist gut, Horace. Und wir helfen gern, sie zu beenden. Doch wir tun es auf unsere Weise. Mit deiner Hilfe und deinem Gold. Doch nicht töten? Ich dachte, wir müssen ihn jetzt töten. Mission beendet. Mit dem Mörser das Fort und mit dem Offizier mit einer Sprint. Okay, ja. Da gebe ich schon keinen Wert mehr drauf. Ach, und dann haben wir das Gebiet freigeschaltet. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Something I can help you with? I hope so. Das behalten wir noch. My thanks. Do you require my services? Können wir dann Schiff reparieren, kaufen? Frag mich, wo wir die Pläne herkriegen. Muss ich mal googeln, wo wir die Pläne herkriegen. As you wish. Ich halte euch den Rücken frei. Ja, das weiß ich auch so. Hallo. Das weiß ich auch zu schätzen. Manchmal ist er so ein bisschen bewegungslegasthenisch. Oh, okay. Frage, wo. Ach, ich drücke immer den falschen Knopf für die Map. Ich muss jetzt meine Einstellung ändern. Wo müssen wir denn jetzt schon wieder hin? Dahin. Nach Kingston. Captain steuert selbst. Feuer! Ah, schon wieder! Irgendwann wird mir das mal das Genick brechen. Irgendwann wird mir das mal das Genick brechen. Dafür, dass wir gerade so viele Schiffe, beziehungsweise dass wir gerade ein Fort, so rum, dass wir gerade ein Fort erobert haben, fahren hier ganz schön viele spanische Schiffe rum. Die Musik ist schon geil, aber ich habe keinen Bock, die ganzen Shanties zu sammeln. Wie gesagt, ich will straight der Hauptkampagne folgen, das habe ich, glaube ich, schon oft genug gesagt. Ist es auf der anderen Seite? Ach, die haben wir eine.
Achso, ja, wir müssen einmal rum. Wollen wir das Fort dann noch mitnehmen? Ist ja heute so Thema in der Folge. Komm, wir nehmen das vorne mit. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ist das ein... Was ist denn, wie groß ist denn das? Mittel. Das ist schon Mittel? Gefechtsräum! Wir nähern uns einem Fort, Captain! Ausweichmanöver! Verdammt, bist du verrückt, Captain? Feuer! Ja, Captain! Eine Salve genau da rein! Feuer! Schiff kommt! Waffen raus! Schoner! Gegner feuern! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Captain, du reißt uns in Stücke! Feuer! Das ist die Dotze! Das wird Sie versenken! Feuer! Harte Befehle! Feuer! Da, Captain, eine Salve genau da rein! Feuer! Was ist hier? Da ist Ihre Schwachstelle! Ja, natürlich schießen die auf uns! Das wird sie versenkt! Feuer! Okay, wird sie versenkt? Feuer! Das ist die Worte! Das wird sie versenken! Gegner, Feuer! Vier von neun. Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Ihr auch! Oh Mann, nervt mich doch nicht so. Gar kein Interesse an euch. Ich muss mal gucken, dass ich auf die richtigen Tasten komme. Ich bin überlegen, ob ich... Nee, das reicht doch einfach. Doch. Anderthalb Leben. Jetzt hätte ich ein Schiff gekapert. Nein, die schießen auf uns. Feuer! Ah! Die haben uns im Visier, Captain. Feuer! Bereit machen zum Aufschlag! Feuer! Ein Wrack mehr! Wie sieht das Leben aus? Okay, das geht noch. Feuer! Wenn ich will, nicht wissen. Es gibt ja auch noch, schwere vor Festung fort. Da ist die Schwachstelle. Aber auf die andere Seite nochmal. Ey, will ich nicht wissen, wie schwierig das dann sein wird. Wir müssen Nice! Ja, ich will nicht wissen, wie schwierig das ist, ein
Sky Tower! Captain, weg von den Felsen! Wir müssen diesen Bereich neu aufbauen. In die Wanden alle Segel raffen! Alles einholen! Aufholen! Los! Die Offiziere eliminieren. Meins. We're losing claim. Nummer 2. Hallo? Wieso hat das nicht funktioniert? Ernsthaft? Schön runtergeschossen. So, ich will mich aber eher um den. Ah, falsches Attentat. Okay, den Kriegsraum erreichen. Alles klar, das war auch noch. Ja, easy. Guten Tag, Alles meins. Bisschen kaputt, aber meins. Legendäres Schiff, okay, krass. Ich halte euch den Rücken frei für etwas Geld. Müsst ihr verschwinden, Freund? Weiß ich nicht. Have you business to contract with me? Excellent. Good day. Oh, das macht Spaß. Das könnten wir tatsächlich wirklich in einem Stream machen. Ah. Sag mal, irgendwann wird mir das zum Verhängnis werden. Frage ist, greift das vorher jetzt andere Schiffe an? Das wäre ja geil. Also englische vorbeifahren oder spanische. Alter, ich bin ja gerade überlegen, ist das weit weg? Wollen wir das mal versuchen? Was ist denn MI? Mystery Island. Ja, wir versuchen das jetzt nicht in der Folge. Sind eh schon. Gut dabei. Oh.
Ein Verbündeter. Was können wir jetzt mit dem machen? Oh, unser Schiff ist aber schöner. Und schneller. Definitiv schneller. Oh, habt ihr das gesehen? Wir sollen den Sklavenhändler hier finden, ja. Ja. Die Rang 300.078 wohlhabendsten Piraten. Dun, 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 dun. Kensington. Walfängermontur kann dann hergestellt werden. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Captain. Ja, brauchst du nicht. Aber ich bin überlegen, ob wir an der Stelle Feier machen. Könnte sein, dass das eine längere Aktion hier wird, oder? Ach nee, komm, wir machen das noch mit. Ah nee, komm, wir machen das morgen dann weiter. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao.